Jetzt am Wort Selma Yildirim von der SPÖ. Beschimpfungen, Beleidigungen, Fake News, Vergewaltigungsandrohungen, Mordandrohungen sind inakzeptabel. Und das Internet, sehr geehrte Damen und Herren, ist kein rechtsfreier Raum. Und die Auswüchse sind zutiefst zu verurteilen. Auch wenn jetzt aktuelle Debatten rund um, eben, weil wir es vorher hatten, um Antisemitismus oder Islamophobie geht, zutiefst zu verurteilen. Aber Sie wissen doch, wir haben jahrelang darüber debattiert, Hass im Netz zu bekämpfen. Zu Recht. Und in dem Teil, wo es nämlich strafrechtlich zu verfolgen wäre, wo Vereinfachungen, nämlich das vereinfachte Mandatsverfahren, nämlich mehrere Bestimmungen, die wir beschlossen haben, hier vorzugehen, da haben wir ja auch zugestimmt, auch als SPÖ. Das heißt, im Justizteil passt es ja ganz gut. Was nicht okay ist natürlich, wir haben ein Paket beschlossen, aber die Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt. Die Justiz bräuchte 70 mehr Richterinnen und Richter, mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Jetzt haben wir da noch gar keine Schritte unternommen. Und warum wir das eben auch abgelehnt haben, das Kommunikationsplattformengesetz, ist, ja, wenn wir hier einen Beschluss haben und die Ressourcen fehlen, aber auf der anderen Seite hier das Recht privatisieren, nämlich weil wir die Ressourcen im öffentlichen Dienst nicht zur Verfügung stellen, dass es jetzt Großkonzerne entscheiden sollen, das lehnen wir ab. Recht muss staatlich beurteilt werden und nicht durch Online-Konzerne, durch womöglich freie Mitarbeiter oder eben Praktikantinnen und Praktikanten. Ich möchte es gar nicht verlängern. Die Debatte, wir haben uns einige Male dazu geäußert. Wir bleiben auf dem Standpunkt, die Privatisierung des Rechts lehnen wir strikt ab und wollen eine Verstärkung und ein Mehr an Ressourcen, damit das, was richtig und gut ist und wo Sie auch unsere Unterstützung bekommen, auch entsprechend umgesetzt werden kann. Danke. Für einen Ausbau der Ressourcen zur Umsetzung des Kommunikationsplattformengesetzes spricht sich Selma Yildirim von der SPÖ aus. Das Gesetz ist im Jänner dieses Jahres in Kraft getreten und richtet sich vor allem an große Social-Media-Anbieter.